willkommen heute zu einer neuen Folge Clash of Clans. Wenn die Grafik nicht so gut ist, es tut mir leid, ich nehme hier gerade mit dem iPad auf. Auf dem iPhone. Ja. Und ihr wisst ja, vom letzten Mal habe ich ja was erzählt von mit Kobolden und so kann man viel Geld mitnehmen. Aber wenn man sich um Pokale nicht sehr wichtig ist. Ich habe hier einen Kobold Level 2. Ja, der geht so. Erst nimmt man, wie ich gesagt habe, Mauerbrecher und sprengt an manchen noch ein paar Löcher auf. Und ja, ich weiß, es sind schon Löcher da. Aber es ist immer nützlich. Ach, egal. Jetzt nehmt erstens die Riesen. Dann tut sie auf jede Verteidigung irgendwo ein bisschen verteilen. Und jetzt die Bogies. Und jetzt lasst alle Kobolde an verschiedenen Seiten rein. Da, wo eben Löcher reingesprengt wurden. Und falls ihr noch ein paar Clan-Truppen habt, geht's auch. Zaubersprüche werden viel besser. Und mein Geld wächst. Und ja. Ihr merkt doch gerade, ich habe noch gar keinen Stern. Glaube ich, wird sich ändern. Aber ernsthaft, ich bin Farmer und bekomme immer einen Stern. Und bei meinem zweiten Account kriege ich fast nie einen Stern. Also, na, das ist ja mal eine richtige Verhalberung. Boah, jetzt müssen sie wirklich jetzt die Luftabwehr angreifen. Boah. Was haben sie eigentlich noch zum Angriff? Eigentlich fast gar nichts. Außer das Rathaus. Mich interessieren eigentlich nicht die Pokale. Also beenden wir mal. Gewonnen. Plus einen Bonus. 1300. Und falls sich das Video jemand anschaut und denkt einfach nur, es ist eigentlich urblöd. Es ist sehr schwer, ein Video zu machen. Es sieht voll einfach aus, ist es aber nicht. Und erst recht gar nicht, wenn man nur ein Tablet hat und ein iPhone. Dann wird es schon schwierig. Und falls ihr jetzt gerade fragt, dieses Video ist sehr blöd, werde ich einen Kommentar reinschreiben. Ein Kommentar würde mich sehr freuen, aber negative Kommentare werden mich nicht sehr freuen. Und falls ich Kommentare kriege, dann wenigstens gute, bitte. Eigentlich habe ich noch gar keinen Kommentar bei meinen zwei Videos, habe aber schon Daumen nach oben und einen Abonnenten. Und ja, dann, ich muss gerade mal meine Truppen ausbilden. Für euch wird das jetzt für 10 Sekunden vorkommen oder so. Für mich wird es aber vorkommen, als wären das 15 Minuten. Also, für euch eine Sekunde, für mich 15 Minuten. Also, wir sehen uns gleich. Ja, hallo, wir kommen wieder zu Clash of Clans. Für mich war es ein bisschen lange. Aber für euch nicht so lange, oder? Oh, noch immer kein Riese. Noch immer der Riese. Ach, komm schon. Die Riesen brauchen immer so lang. Die Riesen sind immer so langsam. Kommt schon, Leute, spendet ihr mal. Und falls ihr mal in meinen Clan wollt,
Man schreibt den Clan so: großes H, ein kleines E und ein kleines A, ein kleines D, ein großes S ohne Abstand, ein kleines H, ein kleines O, ein kleines T, Abstand, großes G, kleines M, kleines B, großes H. Oh, und man muss ab 1000 Pokale sein. 1000 Pokale. Willkommen im HSG Headshot GmbH Clan. Keine Jumper. Erst 25 Spenden, dann Truppenanfrage. Wer bei Clan CW nicht angreift, wird gekickt. CW beginnt 18 Uhr. Es ist nicht immer 18 Uhr, es ist auch manchmal anders. Wenn man nicht fast immer wenn der Clankrieg aufhört, haben wir. Ach komm schon. Wann beginnt Clankrieg? Na gut. Dann gehen wir jetzt mal. Oh Gott. Was braucht man noch? Oh Gott. Oh Gott. Machen wir was Kurzes. 5 Barbaren. Ja, meine Verteidigungen sind nicht gerade gut, aber auch nicht schlecht. Und falls ihr jetzt denkt, oh Gott, wie hat's der mit 884 Pokalen reingeschafft? Ich habe einen zweiten Account. Und auf dem zweiten Account habe ich mit meiner Cousine gewettet, dass ich mich nicht traue, einen echt guten Account zu machen, der Andi heißt. Also auf diesem Tablet, mit dem ich jetzt aufnehme, da ist der Andi drauf. Warte, ich such mich mal. Ich bin heute eine Stufe aufgestiegen. Ich bin in Silberliga 3 gerutscht, in Silberliga 1 gerutscht. Besuchen. Hier. Das ist mein Dorf. Level 6. Oh Gott sei Dank ist das fertig. Level 10. Ich wollte mein Rathaus bald verbessern. Ich habe schon letztes Level Minenwerfer, das ich nur machen kann. Level 4. Für den nächsten Level brauche ich Rathaus Level 7. Die Kanonen habe ich abgegradet bis zum Ende. Den Magierturm habe ich gerade abgegradet. Er ist vor einer halben Stunde fertig geworden. Ja. Es bilden sich noch gerade Truppen aus. Ich habe 10 Magier immer gemacht. 8. Hier sieht man es 5 Magier habe ich gerade Level 2 drinnen. 12 Bogenschützen Level 3. 12 Barbaren Level 12. 8 Riesen Level 3. Und 8 Mauerbrecher Level 3. Ja, und bei dem bin ich relativ gut. Ich habe mit dem erst angefangen. Das, mit dem ich gerade spiele, war mein allererster Account. Aber mein Handy hat sich abgegradet und ich dachte, wenn ich mir jetzt Clash of Clans runterlade, muss ich wieder alles von neu spielen. Ich habe es mir aber runtergeladen, dass ich auch unterwegs spielen kann, dass ich immer mein Tablet mitnehmen muss. Habe ich sie runtergeladen und ich habe jetzt wieder meinen Account. Oh Gott sei Dank, endlich fertig, Lager. Dann beginnen wir jetzt mal. Ja, der hat aber zu wenig. Ich hatte mal so einen mit richtig viel Kohle, aber beim anderen. Und er war Level 10, Rathaus, und ich habe 3 Sterne bei ihm gewonnen. Ich hasse solche Leute, die dauernd sein Rathaus so schnell hochpushen,
dass sie ihre Waffen nicht nachmachen können. Weißt du, welche Kanonen er hatte? Level 1. Das war sehr leicht. Boah, der hat viel. Boah, der hat viel. Aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen mit meinen Truppen. Oh Gott. Wer gibt seine Ressourcen so hin? Ich habe mal mit meiner Schwester, mit meiner Cousine so eine, wie eine What the fuck Base. Alle meine Lager waren draußen. Und es wurde dauernd so viel Kohle abgezockt, aber sie haben noch keinen Stern gekriegt. Den nehmen wir jetzt mal. 100 Pro ist da jetzt eine Bombe. Trotter gibt's. Dann einmal hier hin. Ja, komm schon. Keine Verteidigungen angreifen, aber genau das Rathaus. Wie blöd kann man sein? Ich finde das so blöd. Man kann die Barbaren oder so nicht steuern, wo man sie hin will. Falls jemand von den Gründern von Clash of Clans das hier mitschaut, bitte, bei einem neuen Update, dass man Barbaren und so dorthin schicken kann, wo man sie will. Also wenn man jetzt auf Rathaus klickt, dann rennen sie alle zum Rathaus. Das ist sehr nützlich. Bitte. Und es könnte auch Level begrenzt sein. Erst ab Level 3 oder so. Ja, kommt schon. Mich interessieren nicht die Pokale, mich interessiert einfach nur das Geld. Ich krieg einen Bonus. Yes! Hab nicht gerade viel gekriegt, aber ich krieg dauernd einen Stern. Bei diesem Account habe ich schon erwähnt, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht schon, wie lange ich, wie kurz ich aufnehme. Ich weiß. Boah, Mann, ich hasse das, wenn ich mal daneben klicke. Yeah, Juwelenkiste. Ja, und wir nehmen jeden in unserem Clan auf, außer die nur Truppen haben wollen und nichts spenden und dann gleich wieder aussteigen. Jumper oder so. Wenn die reinkommen, wirst du so schnell gekickt, dass man es nicht mehr merkt. Und ja, wir sind also kurz vorm Ende dieses Videos. Und ich glaube, das nächste Video kommt erst nächste Woche, weil ich habe keine Zeit. Ich habe einen Test in der Schule. Einen Englisch-Test. Nein, einen Mathe-Test. Und ich muss erst lernen. Wenn ich das schaffe, ich sage es euch beim nächsten Video, ob ich es geschafft habe, einen Einser zu kriegen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Dann tschüss. Also, tschüss.